Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platinioni Flug Pokémon Challenge. Wir haben die Pokémon Arena geschafft, den ersten Orden. Dank gebührt fast allein Pascal, der Aerodactyl mit seinem Biss noch geschafft hat, bevor Aerodactyl schaffte, ihn mit seinem Donnerzahn zu erledigen. Booms! Ups, an, du hast den Orden bekommen, was? Eben genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat, habe ich recht? Oh, ich bin auf Route 27 gegangen, das heißt nicht wirklich gegangen, ohne ein Fahrer kannst du da gar nicht hin, aber dort habe ich zusammen mit meinem Film viele Camp ausgetragen. So sind sie viel stärker geworden, hat sich gelohnt. Nun, geh zurück in die Jubelstadt, als nächstes geht der Orden eben auf der Liste. In 10 Sekunden springe ich los. 9, 8, werd schon Zeit zum Zählen. Ich mag den Kerl immer noch nicht. Erzlingentor. So. Mein nächstes Ziel ist tatsächlich auch gleich der Ort, wo wir hinwollen, denn da wartet bereits auf uns das nächste Teammitglied. Vorher brauche ich aber neue Bälle. Oh, ne Bell. Wie habe ich denn gesprochen? Ach schon. Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen, wie bizarr. Dabei gibt es im Keller des Pokémon Centers doch einen umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden mich an andere Orte bringen. Aber liebes befreundetes Besen, halte die Augen auf. Komische Subjekte können jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Der schräge Vogel! Was ist das denn eigentlich für ein Haus? Jubelstadt, Wohnung, Mieter gesucht. Lass mich einziehen, ich will da einziehen. Lass mich in die Pokémon-Welt einziehen, hallo? Wie kann ich dir helfen? Ich hätte gerne Pokébälle. Kaufen wir mal 6. Ja. Ich brauche einen neuen Trank. Kaufe ich am besten 2. Nehmen wir mal einen hiervon mit. Kann man nie genug von haben. Haben wir davon schon was? Ja, haben wir. Paraheiler? Habe ich keinen. Kann man immer mal gebrauchen. Und der Rest... erstmal nicht. Gut. Nein, danke. Ich bin weg. Ciao, ciao. Dam, 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 dam. Nun gut. Auf nach Norden. Da waren wir schon mal... oh, hallo. Was muss ich da hören? Was muss ich da hören? Professor Eisel, Ihnen bleibt keine Wahl. Sie rücken jetzt mit Ihren Forschungsergebnissen raus. Für lau, versteht sich. Wie behalten müssen Sie sonst diese Personen hier gestehen, die gerade stehen? Und das will doch keiner, oder? Ausrufezeichen. Ah, an, wie schön, dich zu sehen. Wie geht es dem Pokémon? Oh, was sehe ich denn da? Den Orden der Erstlingen-Arena. Aber das ist, hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor aller Pokémon, machen Sie es uns nicht so schwer. Wir geben, es geht ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit, nichts unseren Nützen. Was will ich damit sagen? Geben Sie Ihre Forschungsnutzen, geben Sie auf Ihre Forschungen ein. Ruhe, alle miteinander. Wieso muss ich euch abgeben? Zunächst wolltet ihr einmal einige Lektionen für die Zukunft aneignen. Erkennt man lungert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, sonst überbricht man andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, dann werdet nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr noch nicht die Stärkeren. Fünftens, was habt ihr für absurde Anzüge an? Geschmacklos. Herrje, wenn sowas nennt sich erwachsen. Kinder, wachst bloß nicht zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Ich kann diese Stimme nicht nachmachen. Natürlich, Gürtellinie. Jetzt wird aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Wir werden es noch bereuen, Team Galactic beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohlingen etwas Anstand bei. An, los, werden wir sie zusammen gegen diese Wichte kämpfen. Jo, Lucius, geht klar. Oh, mein Hals. Ein Doppelkampf. Galaktikrüpel und Rüpel möchten kämpfen. Was für ein epischer Name. Ein Kundwurm und ein... Levita, Typ Drache, Typ Boden, Gestein, wird aber später Unlicht, irgendwas. Wir machen Windstoß aus Kindwurm, weil Drachentyp eh scheiße ist. Warum hat er, einen Glumanda? Nein, wie genial. Drachenwut, einfach so ein, ach, oh, Tali ist auf Level. Also wir sehen, das Level wird sofort auf unser Teamniveau angehoben. Instant natürlich.
wir kommen auch gleich auf Lavitas Level. Sandsturm. Böse! Sandsturm schädigt ein Pokémon, die nicht typ Stahl, Gestein oder Boden sind, soweit ich weiß. Dann Windstoße jetzt Lavita. Windstoß! Wobei Pascal mit seinem Biss jetzt bestimmt praktisch wäre. Glumanda, ich setze alles in dich. Und du machst natürlich Heuler. So klar. Steinhagel. Oh Gott. War das nicht Aua? Ja, das war Aua. Für beide. Aua. Autsch. Autsch. Dann setze ich nochmal auf den Newcomer Pascal. Ich mindere deinen Angriff. Wag. Drachenwut. Oh du. Hättest du es nicht vorher machen können statt Heuler? Jetzt bist du tot. Ja. Pascal kommt damit noch ganz gut klar. Aber Glumanda starb. Wundenbart nimmer gesehen. Mal ganz im Ernst, man geht immer davon aus, dass Pokémon niemals sterben. Aber wofür gibt es dann zum Beispiel in Pokémon Rot-Blau, Fire-Red, Leaf-Green, Grün, Gelb, Silber, Gold, Rot, dann Silber, Gold, Kristall, Soul-Silber und Hard-Gold. So, den Lavandiaturm, ne? Also, ne? Wenn ein riesiges Wailord auf einem Raupi landet, dann ist dieses Raupi tot. Und tot, mausetot. Tot, toter Mausetot, ja. Uns bleibt nichts anderes übrig, fährt jetzt jemand zurück. Das tun wir nur, weil Team Galactic allen wohlgesonnen ist. Und insbesondere komischen alten Professoren. So eine Bande, Team Galactic hat sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Aber ich denke, diese mysteriöse Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das jener Kraft innewohnt. Es möchte gerne es als Energiequelle für irgendetwas einsetzen. An, hast du davon gewusst? Auch der Professor studiert die Entwicklung der Pokémon. Er sagt, dass 90% aller Pokémon, die auf eine oder andere Weise mit der Entwicklung zu tun haben. Diese Spinner wollten wohl deswegen Professors Albe Forschungsergebnisse stehen. Das dürfen die aber nicht. Die Gefahr ist gebannt, entspannt euch. Doch keine Situation entschärft werden. Vielen Dank. Übrigens hat sich deine Kampfkunst sehr gut beeindruckt an, wie du zu Pascal und dann, wow. ich musste dir ein Lob aussprechen. Außerdem bringt es mich auf eine Idee. Du solltest Tali besser trainieren. Wieso sammelst du nicht alle Orden der Shino-Arena? Dabei triffst du ohne Zweifel auf Unmengen an Pokémon. Und fülle deinen Pokédex weiter mit Flug-Pokémon. Ja, das würde mir sehr helfen. Natürlich ist es dir freigestellt. Das erste Pokémon im Pokédex, das von mir enthalten. Ich will dich ja nicht drängen oder so, ne? Also dann, ciao, ciao. Ach, wer bist du denn? Oh, es war klasse. Exzellent. Sehr gut. Entschuldigung, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier was für dich. Eine Belohnung, dass ich diesen Kampf sehen durfte. Einen Modekoffer. Oh, Modekoffer. Ja, das hat natürlich jeder dabei. Hinreißen Accessoires mit Kulissen. Pokémon, ja, nein, es interessiert mich. Ich will nicht an den Wettbewerben teilnehmen. Also interessiert mich dieser Koffer nicht. Besuch den Sender doch einfach mal. Bis dann, ey. Lass mich erstmal ins Pokémon Center und Tali heilen. Ja, als nächstes kommt sogar noch eine größere Herausforderung. Das nächste Teammitglied fangen. Wobei, Teammitglied fangen ist ja kein Trainerkampf. Da könnte ich Ben sogar benutzen, aber der ist viel zu schwach dafür. Erstmal muss ich was trinken. Oh. Hals. Ah. Unsere Pokémon, die sind in dem. Ja. Komm bald wieder. Hab noch 6 Minuten Zeit, das neue Teammitglied zu fangen. Mal sehen, ich habe eine Idee, wie es in der Welt ist. Weiblich wird? Hab ich das? Nein, hab ich nicht. Ich hoffe, es wird männlich. Aber auf jeden Fall müssen wir erst hier durch. Hier kommt ein... Da liegt noch ein Ball. Ich glaube, da war X-Treffer oder was. Oh, ein schwächlich wirkender Trainer. Möchtest du gegen mich antreten? Warum kämpfst du nur gegen schwächere Trainer? Das ist blöd. Eine Herausforderung von Göre Sabine. Ein Knospi. Los, Tali. Das ist keine Herausforderung für dich. Windstoß.
Aua, mein Handbein tut weh. Das ist sehr effektiv. Wundert mich nicht. So ein Flug-Pokémon ist so einem Pflanzending auch sehr überlegen. Warum auch immer. Wobei, wenn so ein Flug-Pokémon nach einer Pflanze hakt, dann ist die Pflanze tot. Da kann die Pflanze machen, was sie will. Wenn dann so ein großes Tauboga angeflogen kommt, macht bra bra und dann kommt der Sonnenkern und wird aufgegessen. Wobei, essen Tauben Sonnenkerne? Sonnenblumenkerne? Auf jeden Fall, lasst mich durch. Ich bin kein Arzt. Danke. Ich umgehe jetzt, ich möchte hier mein neues Teammitglied fangen. An hat Trank gefunden. An vertraut Trank. Gut, das heißt jetzt laufen. Das Pokémon hat eine, ich glaube, es war 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fleckmon wird. Cool, ein Fleckmon. Will ich aber nicht haben. Also hauen wir ab. Ich glaube, es war eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass es hier auftaucht. Bei meinem privaten Durchlauf hatte ich das Glück, dass es gleich das zweite Pokémon war, was mir hier erschienen ist. Aber ich hatte ja auch mit Lumanda so ein scheiß Pech, dass ich da 10 Minuten hin und her gelaufen bin. Nasknet. Och, ist das glücklich. Och, du bist aber so süß und glücklich und ich bin weg. Also, wenn das hier vor dem nächsten Part nichts mehr wird, mit Ü, dann werde ich beim nächsten Part reincutten, wenn ich dieses Pokémon gefunden habe. Tschüssikowski, du Golbert. Und immer schön im Kreis laufen. Es gibt nichts Spannenderes, als im Kreis zu laufen. Da gucke ich ja lieber 10 Ports Minecraft. Ja, und ich spreche so komisch, weil das sonst tierisch langweilig wird. Und immer im Kreis, 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 Kreis. Ja, wie ist das Wetter bei euch? Bei mir ist es gerade dunkel, dunkel. Mit Sternchen. Tschüssi. Ich will dich nicht, Nasknet. Und das männliche Masknet sieht irgendwie komisch aus. War es gerade ein männliches Masknet oder war es doch ein weibliches? Ein Flunkkiefer. Nein, das will ich auch nicht haben. Was es hier so alles gibt nachts. Ich werde mal sonst nur tagsüber hier. Du bist entkommen. Nun, ich weiß, dass es ganz täglich kommt. Also komm endlich, neues Teammitglied. Die meisten wissen doch bestimmt schon, was ich meine, oder? Wenn ich schon sage, dass ich Ben dafür brauche. Wie viele Flug-Pokémon haben als zwei Typ eine Feuerschwäche? Da bist du ja! Und du bist männlich! Ja, das ist toll! Panzer-Eron! Level 20? Oh je, meine. Panzer-Eron, Typ Stahlflug, aua, aua. Kann dauern. Ich mach deswegen die Vorspultaste, denn langer Kampf wird lang. Ich werde Tali tatsächlich in diesem Kampf opfern. Ihr ist gut. Gut, das war's mit Tali. Ich versuche es mit Ben. Supi Ben, das machst du sehr gut. Wirklich. Ausgezeichnet. Dann hängt jetzt alles an Pascal. Warum habe ich denn jetzt Tackle gemacht? Nein, ich habe schon wieder Tackle gemacht. Ach ja, was Panzer-Eron den ganzen einsetzt, ohne dass es wirklich Wirkung zeigt, das ist Offenlegung. Das ist einer der Angriffe, die bei Scanner und Schutzschild durchhauen. Ach ja, Pascal, wehe, du machst einen Volltreffer. Dann hau ich dich. Noch einmal Tackle. Gut, dann hauen wir jetzt Pokéwelle raus. Und dann, bevor das hier... Gut, oh. Das ging. Gut. Supi. Dann benenne ich dich jetzt eben noch. Dann wird das jetzt eben ein kurzes Stückchen mehr als 5 Minuten. Es wird komplett von einer eisenharten Rüstung geschützt. Wenn es fliegt, erreicht es bis zu 300 Kilometer die Stunde. Es ist ein Flugstahl.
was auch immer das ist. Egal, ich liebe Panzer-Aeron. Panzer-Aeron, das genialste Pokémon, also mein Lieblings-Pokémon. Und wie nenne ich dich? Ich nenne dich, weil du männlich bist, nenne ich dich Sasa, weil Sasa so enttäuscht war, dass ich meinen Rivalen nicht Sascha genannt habe. Und da er ja auch schon als Plesiomon vorkam, nenne ich ihn jetzt nach meinem Lieblings-Pokémon Sasa. Juppie, das war's auch gleich für diesen Part. Bis dann und ciao.